Solidarität und Stärke sind Schlüsselbegriffe für die Zukunft der EU. Gerade in Zeiten der Krise werden der Zusammenhalt und die Krisenfestigkeit der EU auf den Prüfstand gestellt. Vor diesem Hintergrund hat die Heinrich-Böll-Stiftung 2010 eine Kommission zur Zukunft der EU einberufen. Doch welche Inhalte stecken dahinter? Wir haben nachgehakt und Fragen an den Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, Ralf Füchs, zur Zukunft der Europäischen Union gestellt. Im Moment taumelt sie eher durch die Krise. Man kann daraus zumindest lernen, wie gefährlich es ist, die Augen vor den Problemen zu verschließen. Diese Krise hat sich eigentlich über einen langen Zeitraum hinweg angebahnt. Die Signale für die Überschuldung Europas sind nicht ernst genommen worden, weil die Regierungen davor zurückscheuten, ihren Gesellschaften die Wahrheit zu sagen und das Ruder herumzuwerfen. Gleichzeitig muss man sagen, dass wir uns nicht nur aus der Krise heraussparen können, also nicht durch eine bloße Reduzierung von Staatsausgaben uns werden retten können. Wir müssen gleichzeitig investieren in die Zukunft Europas, investieren in Bildung, in umweltfreundliche Technologien, in mehr Energieeffizienz, um auch die Wachstumsdynamik Europas zu befördern. Und gleichzeitig brauchen wir mehr Demokratie und Transparenz auf europäischer Ebene. Wir haben es nicht nur mit einer ökonomischen, sondern auch mit einer Vertrauenskrise zu tun. Und wenn wir wieder mehr Zustimmung für Europa gewinnen wollen, dann müssen wir die Bürger informieren, beteiligen und ihnen das Gefühl geben, dass das nicht eine Reise ins Ungewisse ist. Ein demokratisches Europa, das heißt eines, bei dem das Europaparlament Gesetzgebungsfunktion hat, eigene politische Initiativen ergreifen kann, mit gemeinsamen europäischen Wahllisten, die auch eine gemeinsame politische Öffentlichkeit für Europa schaffen, mit mehr Gemeinschaftskompetenzen in den großen Fragen von Wirtschafts- und Finanzpolitik. Aber nicht ein zentralisiertes Einheits-Europa, sondern eines der Vielfalt. Die Stärke Europas war immer seine kulturelle und politische Vielfalt. Die müssen wir bündeln. Das heißt, ich möchte auch ein starkes Europa, eines, das nach innen und außen handlungsfähig ist und ein solidarisches Europa, das füreinander einsteht. Stärke und Solidarität, das sind zwei Seiten einer Medaille.